Hallo liebe Freunde, willkommen bei Kalinkas Küche. Nein, ich bin nicht Kalinka, die steht neben mir. Ich bin heute zu Besuch bei meiner Mama. Und Mutti, was wollen wir heute machen? Meine Tochter hat wieder, wie immer, ein Rezept mitgebracht. Und wir werden heute Steak marinieren und auf den Grill die machen. Und wollen natürlich euch zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Mit einem besonderen Marinade. Ja. Okay, viel Spaß. So, also wie ihr seht, haben wir schöne Steaks geholt. Ihr könnt aber auch gerne ein Stückchen Nackenbraten holen und das euch selber dann in Stücke schneiden. Das mache ich nämlich auch immer so. Wir haben hier aber so schöne Steaks. Und erstmal brauche ich eine große Schüssel. Mutti, dein Einsatz. Genau. Hier machen wir jetzt sozusagen gleich die Marinade rein. Danach kommt erst das Fleisch rein. Deswegen stellen wir das erstmal zur Seite. So, in die Schüssel brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Tomatenmark. Da brauche ich 5 Esslöffel. Ja, ich mache das nämlich schon so nach Gefühl. Aber für euch habe ich extra ein Rezept zusammengestellt. Genau, 5 Esslöffel. Dann wichtig, Zucker. Also ich zu Hause nehme immer Rübenzucker. Aber ihr könnt auch ganz normalen Zucker nehmen oder Rohrzucker, sowas. Bitte keine Ersatzsüßungsmittel. Deswegen, das ist ungefähr ein nicht gehäufter Esslöffel. Machen wir mit dazu. Dann brauchen wir 1 Esslöffel Honig. So, 1 Esslöffel Honig. Das gibt es mit dazu. Also ihr werdet sehen, es wird sich schön alles auflösen, so eine schöne Masse bilden. Und das ist halt dafür da, damit das ein bisschen auf dem Grill karamellisiert und schön braun wird. Dann brauchen wir, könntest du das für mich öffnen, Balsamico-Essig? Ein dunkler Balsamico-Essig. Davon brauchen wir 2 Esslöffel. So, dann brauchen wir Rotweinessig. Ihr könnt aber auch Weißweinessig nehmen. Ich nehme zu Hause nämlich immer Weißweinessig. Die wird trotzdem dunkel. Auch 2. Dann brauchen wir, also das ist eine etwas schärfere Grillmarinade, deswegen auch mit dem Zucker und Honig. Ist dann so wie so süß-sauer und scharf. Mhm. Und hier bei Mutti haben wir Sriracha-Soße. Aber ihr könnt auch, ich nehme immer koreanische Chili-Paste und oder Sambal Oleg oder Tabasco, was ihr halt gerade da habt. Und das ist immer nach euren eigenen Schärfegrad, wie ja, ihr das gerne, ja? Genau, nach Geschmack, also wie ja, ihr ja gerne scharf esst. Wenn ihr nicht so gerne scharf esst, reicht 1 Esslöffel. Ich mache immer so 2 Esslöffel. Mach einen bitte. Einen. Und also ist es so, bevor das Fleisch reinkommt, wenn das alles gemixt ist, probiere ich meistens. Hm. Und wenn ich sage, okay, da kann noch ein bisschen Pfiff, dann kommt da noch was mit rein. Jetzt machen wir erstmal 1 Esslöffel. So, dann brauchen wir genau Salz. Das ist auch nach Geschmack. Machst du 1 Teelöffel oder machen wir 2? Das ist eigentlich sehr kleine Löffelchen, deswegen dein wird 1 Teelöffel. Ja, also so ein Babylöffel. Ja, genau. Genau, dann brauchen wir Öl. Bitte nehmt irgendein gutes Öl, so Olivenöl ist ganz gut dafür. Davon brauchen wir so 3 bis 4 Esslöffel. So, und damit das jetzt noch natürlich auch eine schöne Farbe bekommt und einen schönen Geschmack. Und da kommt auch nämlich noch mal ein bisschen Schärfe rein. Das ist einmal Paprikapulver. Das ist ungefähr so 1 Teelöffel machen wir davon mit rein, wenn es nicht so scharf ist. Wenn es ein bisschen schärfer, könnt ihr auch 2 Teelöffel oder 1 Esslöffel nehmen. Und dann kommt noch mal Edelsüß mit dazu. Davon dann, also ich mache 2 Esslöffel. Das Teelöffel wird das ja, meinst du? Nee, also eigentlich nehme ich Esslöffel. Echt? Okay. Ja, 2 Esslöffel. Also mache ich jetzt mal 4. So, okay. 4. Gut. Teelöffel. Ja. Das merkt man. Mutti hat das noch nicht gemacht. Ach Mutti, du hast mir was hingelegt. Ja. Aber du hast die doch schon bei mir gegessen und da fandest du sie lecker. Ja, das war sehr lecker. Ja. Wenn ihr merkt, dass es doch ein bisschen zu dick ist oder so, einfach ein bisschen Öl noch dazu. So, das vermengen wir jetzt alles zusammen und dann wirklich, bevor das Fleisch kommt, nochmal abschmecken. Ach, das sieht sehr gut aus. Also, das ist wie eher eine Paste. Keine so flüssige, ist jetzt keine Biermarinade oder sowas. Das ist eher eine Paste und dann macht man das Fleisch rein und dann schön so umrühren. So, machen wir jetzt mal einen Geschmackstest. Und? Für mich könnte noch Schärfe rein. Ja? Ja. Ja, okay. Siehst du? Also deswegen, ihr müsst es wirklich abschmecken. Ja. Und vergesst nicht, Schärfe brennt immer nach. Also es kommt erst mit der Zeit manchmal. Besonders bei Sriracha-Soße. Weil die koreanische,
die koreanische Chili-Paste, die braucht immer, die kommt sofort auf der Zunge. Merkst sofort die Hitze. Was mir jetzt hier noch fehlt, das würde ich jetzt noch reinmachen, wäre Pfeffer. Ein bisschen Pfeffer, das fehlt mir hier auch. Da ist es aber egal, ja, ob Cayenne-Pfeffer oder schwarzen Pfeffer. Ich habe schon mit beiden gemacht, also es schmeckt trotzdem sehr gut. So, wir haben jetzt nochmal ein bisschen was reingetan. Schärfe haben wir noch ein bisschen was reingetan. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen Honig reingemacht. Da hat mir noch so dieser süße Nachgeschmack ein bisschen gefehlt. Und jetzt gibt es den finalen Geschmackstest nochmal. Gucken wir, ob wir es jetzt hinkriegen, ha, Mutti? Mhm. So, ich glaube, jetzt ist sie perfekt, oder? Ja. Also es ist wirklich ein Mix. Es ist ein Mix aus so süß und säuerlich auf der Zunge und dann so ein bisschen später kommt die Schärfe. So, und jetzt kommt das Fleisch zum Einsatz. Das nehmen wir. Abgewaschen, abgetupft. Erstmal in die Marinade. Entschuldigung, Paste. Ja, Paste würde ich es nennen. Erstmal so mit rein. Und dann nehmen wir einen ganz normalen Esslöffel und dann versuchen wir, dass jedes Stück was von der Paste abbekommt. Die ist recht dick. Man kann es natürlich auch mit Handschuhen machen. Wenn ihr also kleinere Steaks habt, reicht es mit dem Löffel. Ich nehme jetzt doch mal die Handschuhe, weil jedes Stückchen Fleisch soll auch wirklich die Paste abbekommen. Ja, schon reinmessen. Ja, genau. Also die schwimmt nicht wie in anderen Marinaden, aber es zieht schön ein. Wie lange müsst ihr das ziehen lassen? Ihr könnt es natürlich am Vorabend schon vorbereiten. Das kann man sozusagen über Nacht stehen lassen. Kann man über Nacht stehen lassen. Also dann, die werden etwas schärfer, weil die Schärfe natürlich länger Zeit hat, da rein zu ziehen. Also mindestens bestimmt 1-2 Stunden. Eine Stunde mindestens. Sonst macht das leider alles keinen Sinn. Würde ich euch auch raten. Also ihr legt die dann auf den Grill. Es bleibt dann noch so eine Paste übrig. Nehmt ihr einfach einen Pinsel und glasiert nach. Also ihr dreht einmal, glasiert nochmal die Seite, dreht nochmal. Also das machen wir auch so und dann werden sie perfekt und schön glänzend, knusprig. Wirklich, also ist der Renner auf jeder Grillparty. Diese Steaks, ich habe da noch nie ein schlechtes Fazit gehört. So, und da setzen wir jetzt einen Deckel drauf und in den Kühlschrank am besten, also kühl lagern. So, Deckel drauf, ab in den Kühlschrank und wir sehen uns dann auf dem Grill. So, jetzt wird meine Tochter ihre Steaks selber braten. Hat selber mariniert, soll sie auch braten. Genau, so. Der Grill ist jetzt auf 200, das ist optimal. So, und dann legen wir jetzt mal los und einmal drauf damit. Lecker, lecker. Wird in die Kamera ziemlich dunkel, in Wirklichkeit ist richtig schön. Ja, die Sonne hat sich ganz kurz mal verzogen. So, jetzt machen wir das runter. Mein Profi-Tipp, jede Seite 2 Minuten zweimal wenden. Wir haben auch hier noch einen Pinsel, was ich euch gesagt habe. Wir haben nämlich hier, wie ihr seht, sehr viel Marinade an der Seite übrig. Wenn ich die dann einmal wende, dann glasiere ich die nochmal und nachdem nochmal wenden. Deswegen zweimal wenden. Alles hier klar. Immer 2 Minuten. So, los geht's. 2 Minuten. 2 Minuten sind rum. Wir schauen mal rein. Ui. Wie ihr seht, hier schön braun, das ist alles durch den Zucker und Honig, wie ich es euch gesagt habe. 2 Minuten, jetzt wieder 2 Minuten. Jetzt, was ich euch gesagt habe, können wir ein bisschen von der Marinade nehmen und wieder ein bisschen drauf streichen, so wie bei Rippchen, weil erstmal wird es nicht trocken und zweitens, es schmeckt einfach sehr gut. So, und wenn das jetzt die 2 Minuten rum sind, nochmal wenden. 2 Minuten, dann 1 Minute, dann nochmal wenden, 1 Minute, fertig. Alles klar, wir sehen uns, wenn es fertig ist. So, ihr seht, perfekto. Und wir nehmen mal einen raus und schneiden euch den mal an. Geht durch wie Butter. Oh, ja. Wie ihr seht, perfekt. Rosa noch, nee, ja? Guck mal, wie der Saft kommt. Ja. Richtig perfekt. Ja. Ja, Mutti, ja? Geschmackstest. Ja. Bist du mein Koster? So, Mutti. Einfach perfekt. Sehr, sehr lecker. Empfehlenswert nachzumachen. Wirklich, werde ich nicht bereuen. Sehr, sehr lecker. Ja, Schnapp. Dann wünschen wir euch guten Appetit. Genau. Wir freuen uns über ein Like. Wenn euch das Rezept gefällt, ein schönes Kommentar auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.